Hallo miteinander, da ist Textus19. Ich begrüße euch zu Let's Play Skyrim. Ja, ich bin nicht mehr dort, wo ich vorher war, im Waisenhaus, weil die Frau hat ja etwas gesagt, nein, der Bub hat etwas gesagt, und zwar von einem anderen Bub, der da in Windhelm in seinem Haus ist und die dunkle Bruderschaft beschwört. Und ja, wenn der schon die beschwört, ich würde ihr gerne beitreten und so, weißt du? Habe ich schon ganz am Anfang wollen. Dort habe ich irgendeine Frau ermordet. Bin dann von der Wache gejagt worden. Und habe dann gesagt, hey, ich bin Tarn des Jarls. Und dann haben sie mich angelassen. Voll geil. So, ich habe den ausfindig gemacht schon. Dann stimmt es also, was alle sagen. Aventus Aretino führt das schwarze Sakrament durch. Er versucht, die dunkle Bruderschaft zu rufen. Oh, Grimbar. Immer dieser Unsinn. Nein, natürlich nicht. Das hat nur geschlagen. Aretino-Residenz. Der sollte da rein sein, anscheinend. Hallo? Jetzt. Anscheinend. Bitte. Wie lange denn noch? Ich bete und bete, Mutter der Nacht. Warum erhört ihr mich nicht? Grelot, alte Krähe, ihr kriegt, was ihr verdient. Die dunkle Brüderschaft wird dafür sorgen. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Ein Kuss, liebste Mutter. Aha. Das lese ich gerne rasch durch. Aber ja, das ist nicht so viel. Okay. Ich tue jetzt mal so als ob ich dann. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen. Meine Gebete wurden erhört. Furcht getauft werden. Alles okay? Es hat geklappt. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ich wusste es einfach. Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und dem Ding. Und da seid ihr. Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft. Schweigen. Das habe ich im Oblivion. Bitte dunkle Bruderschaft, sobald es um dir geht. Schweigen. Ihr müsst nichts sagen. Gar nicht nötig. Ihr seid hier. Also weiß ich, dass ihr meinen Auftrag annehmt. Komm immer am besten durch. Auftrag? Meine Mutter, sie ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Ja, sie weiß. Haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Mhm. Auch schon die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot die Gütige töten. Okay. Ich bin down. Grelot ist die Heimleiterin des Ehrenhallwaisenhauses. Aber nicht mehr lange. Bist du sicher, willst du die Frau wirklich umbringen? Ich war mir einer Sache mein ganzes Leben lang nicht so sicher. Jemand wie Grelot verdient es nicht, auch noch einen Tag länger zu leben. Okay, sie ist schon ein schon Monster. Angegangen. Hat ihre Preis. Ich habe ein Familienerbstück, das ihr haben könnt. Angeblich ziemlich wertvoll. Ich hoffe, das reicht. Eigentlich will ich es gar nicht. Erzähl mir noch von der Mami. Letzten Winter, als der Schnee kam, ist sie krank geworden. Okay. Und sie ist einfach nicht mehr gesund geworden. Eines Nachts ist sie eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Ja, und jetzt bin ich ganz allein. Der Jarl sagt, dass ich ins Ehrenhallwaisenhaus muss. Das ist nicht fair! Beeilt euch bitte. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam. Ja. So ungern ich auch nach Ehrenhall geschickt wurde, vermisse ich doch meine Freunde dort. Mal schauen. Vielleicht können wir das besser machen, weil die Jungfrau dort. Ja, die könnte das sicher besser führen als so eine alte Schachtel. Ich meine, die würde sowieso bald sterben. So.
Ja, bei der Festung Nebelschleier sind wir, glaube ich, ziemlich nahe. Gehen wir gerade dort hin. Grelod. Die Gütige. Geben wir uns mal als dunkle Bruderschaft aus. Mal schauen, was da passiert. Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Graubärte es erst einmal zu sich gerufen haben. Da. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache das nicht vor den Kindern. Das wäre ein bisschen gar schlimm. Ich hasse es hier. Was wollt ihr? Ihr habt hier nichts zu suchen. Nicht? Was gafft ihr so, ihr wertloses Stück Gossendreck? Ich muss wohl die Türen wieder abschließen. Glaubt ihr, ihr könnt mich einschüchtern? Ihr jagt mir keine Angst ein. Nicht? Grelod wird es nicht gefallen, wenn ihr keine Angst ein. Nicht, dass uns Gebt das mal los, Kinder. Zu schade, dass das Waisenhaus uns Kinder nicht zur Adoption freigibt. Und schnell, ich werde der beste Sohn aller Zeiten. Heißen sie. Konstanze versucht sie aufzuhalten und sie ist auch wirklich gut zu uns. Okay, ja, es waren alles das Gleiche. Lasst mich in. Blieb da! Die Schweinekinder. Gnade! Es ist nichts passiert. Gar nichts ist passiert. Nein, 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 nein. Oh! Nein! Das gibt's doch nicht, ich gerade straight ins Gefängnis. Oh. Ja, sie haben mich eh nicht gesehen oder verwünscht oder was immer, aber trotzdem. Nein! Einfach die nächste Tür rein wollen, um mal ein bisschen Abstand zu gewinnen ins Gefängnis rein. Gut. Gehen wir wieder raus. Sie haben uns nicht verwischt und ich würde sagen, schauen wir mal die Quest an. Gehen wir ihm berichten. Auf Windhelm. Los. Das geht jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Nein, mittellang, weil es eine Stadt ist. In meinem Haus geht es am schnellsten, habe ich gemerkt. Und auf der Weltkarte geht es extrem lang, der Ladebildschirm. Also, vergleichsweise. Ah, der ist jetzt auch etwas länger. Der Helm wäre geil. So, was sind das? Adler oder Drache? Ich habe es nicht genau gesehen. Ah, super, jetzt bin ich von einer anderen Seite her. Nein, doch nicht. Alles cool. So, Aretino. Hallo? Und? Grelod die Gütige, ist sie... Ihr wisst schon. Jep. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich wusste es einfach. Ich wusste, dass die dunkle Bruderschaft mich retten würde. Hier, wie versprochen. Das sollte euch ein nettes Sümmchen einbringen. Nein, eigentlich und danke. Nicht. Vielen Dank nochmal. Ich hatte sich nur angeklickt. Hannes Aretino, Familienerbstück. Das ist doch nicht wert. Da, Palz, Alter. So. Gut, dann haben wir das. He? Ich habe da in Windhelm noch so Zeugen gefunden. Also, ich bin an einen Mord hergelaufen. Das möchte ich noch machen. Allerdings
brauche ich zuerst noch ein bisschen Schlaf, einen Münzenschlaf. Wo ist das Ding? Das Gasthaus? Ich gehe einfach noch scheiden, kann ich auch noch gerade schmieden. Das mache ich dann aber offscreen. Und die Züge befrage ich gleich jetzt noch. Schlafen können wir das nächste Mal. Die ist nicht gerade da. Eben, da ist ein Mord passiert und sie hat dann gesagt, bleibe weg, so wie jetzt. Drüben in Rifthorn wurde jemand ermordet. Es ist eine Schande. Hast du gesehen, was passiert ist? Nein. Tut mir leid. Aber mir ist aufgefallen, dass ihr Geldbeutel noch intakt war. Wer das auch getan hat, hatte es also nicht auf ihr Gold abgesehen. Okay, kein Kapital. Ich werde die Leiche weiter präparieren, wenn es euch recht ist. Aha, du bist der Leichenpräparator. Diese Akademie-Magier überhaupt den Saathals. Es ist immer traurig, wenn jemand sterben muss. Es tut mir leid. Ich dachte, ich hätte jemanden davonlaufen sehen, aber ich konnte ihn nicht richtig erkennen. Toll. Du. Schon wieder jemand. Schrecklich. Was? Du hast sicher etwas. Da nehme ich das Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ich habe einen Schrei gehört und bin sofort hierher gerannt. Aber sie war bereits in diesem Zustand, als ich hier ankam. Okay. Hat in dem Fall nichts gesehen, aber was ist Geschenk der Gütigkeit? Wo ist es? GGG. Etwas zu essen? Schrift und Zauber drin? Ich habe etwas bekommen, oder ist das einfach irgendeine Zahl oder so? Geschenk der Gütigkeit, habe ich irgendwas bekommen. Bah! Egal. Habt ihr schon gehört? Auf dem Berg Antor im Nordwesten. Blablabla. Bla, bla. Ich habe mit niemand ihnen geredet. Niemand hat etwas Brauchbares gesehen. Der Dreckskerl ist schon wieder entkommen. Es könnte noch mehr dahinter stecken. Lasst mich helfen, ich kläre alles und jeden Fall auf. Hört zu. Wenn ihr glaubt, ihr könnt das besser als die vielen Wachtposten, Logo. Dann nur zu. Aber ihr müsst erst mit Jorlaif reden. Wir können nicht jeden herumlaufen und behaupten, wenn er damit einverstanden ist, reden wir darüber. Okay. Das heißt, wieder hin und her laufen. Jorlaif, wo bist denn du? Ein Palast der Könige. Ich muss zuerst mal schmieden. Und pennen. Und mein Zeug wegrühren und verkaufen. Bah. Den grossen Heilzauber habe ich leider immer noch vergessen. Aber ja, ist jetzt auch nicht wichtig gewesen. Los! Komisches Schild. Und ich muss zurück auf Weißlauf. Dort ist meine Hauptstadt für mich. So. Dort chill ich es gern, dort ist mein Haus. Eigentlich will ich gar kein anderes. Aber der Ulfric will mir da noch eins schenken in Windhelm. Oder hat es schon geschenkt? Ich weiß gar nicht. Aber das interessiert mich gar nicht. Das gefällt mir da. Es hat einen schönen Namen: Brisenheim. Ja, alles okay. Ja, Leute, ich gehe jetzt verkaufen, gehe schmieden, machen und tun und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Peace.